Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Donnerstag, dem 18. März. Wir dürfen heute 5 gegnerische Nichtspielercharaktere mit Deadeye töten, also während Deadeye läuft. Hühner dürfen 5 gehäutet werden, in Shootout-Showdowns unter den ersten 3 abschließen. Da zeige ich euch hier im Video, wie ihr da hinkommt. Kleidungsstil darf geändert werden. Mission für Bonnie McFarlane darf abgeschlossen werden. Das lohnt sich diese Woche ganz besonders. Streifenhörnchen dürfen gesammelt werden, 2 Stück. Und wir dürfen vom Pferd auf eine Kutsche hopsen. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir heute wieder Madame Nazar besuchen und ich zeige euch, wie man auf dem Weg zu Madame Nazar 2 Streifenhörnchen bekommen kann, wenn man Glück hat, gehört immer dazu. Pfeilspitzen dürfen gefunden werden, Münzen dürfen auch gefunden werden, dazu benutzt ihr bitte wieder die Karte von Jean Robke und dann zeige ich euch, wie ihr in der Nähe von Madame Nazar nicht nur Streifenhörnchen findet, sondern auch natürlich die Kadaver oder die Häute von tödlichen Raubtieren, in diesem Fall Bär und Wolf. Und wenn ihr gleich einen Wolf mitnehmen wollt, dann zählt das als großer Tierkadaver für unseren geliebten und allerseits ständig arbeitenden Kripsilein. Zum Outlaw Pass 5 möchte ich noch hinzufügen, ich habe gestern ja in den Kommentaren gelesen, dass einige sich wirklich große Sorgen machen um die 10 Goldbarren und sie fragen sich, bekomme ich die dann wirklich zurück? Also nochmal, wer bis zum 23. März die 35 Goldbarren für den Outlaw Pass ausgibt, der bekommt auch die 10 Goldbarren zurück. Es gibt, wenn ihr euch im Pass hochlevelt, natürlich 25 Goldbarren immer stückweise zurück und die 10 Goldbarren, die kommen auch zurück. Es ist nur immer bei Rockstar die Frage, wann kommen sie zurück? Aber ich kann euch da echt beruhigen, es hat da noch keine Schwierigkeiten gegeben bei den letzten Outlaw-Pässen, dass das nicht funktioniert hat. Also wirklich beruhigt sein, ihr könnt ein bisschen abchillen, natürlich bekommt ihr die 10 Goldbarren wieder zurück und die 25 Goldbarren sowieso. Alles ist sicher. Eigentlich. Heute dürfen wir Bonnie McFarlane besuchen und die befindet sich natürlich bei der McFarlane's Ranch. Wie sollte es anders sein? Aber bei ihr können wir natürlich eine Freeroom-Mission starten. Und davon brauchen wir eine, um heute das Gold zu bekommen. Und hier seht ihr Bonnie McFarlane bei der McFarlane's Ranch. Das hat natürlich heute einen ganz besonderen Wert, weil wir dürfen dafür auch doppelte RDO-Dollar kassieren bei dieser Mission und wir dürfen doppeltes XP kassieren. Und ich habe es euch nochmal rausgesucht aus dem Newswire vom 16. März, vom Dienstag halt, wenn wir Hamish, Flaco, Sadie oder natürlich Bonnie McFarlane besuchen, können wir bei ihr und bei ihnen die Missionen für doppelte RDO-Dollar und für doppelte XP abschließen. Und hier nochmal der Fundort, der Standort von Bonnie McFarlane. Das ist natürlich, wie gesagt, McFarlane's Ranch. So, Outfit ändern können wir natürlich im Lager machen, bei der Garderobe. Wir können es auch in einen Gemischtwarenladen machen, wo eine Garderobe angeschlossen ist. Wir können es auf dem Pferd machen, das Outfit wechseln und natürlich bei jedem Schneider ist easy, also eine ganz leichte Sache. Wer seine Serie aufrechterhalten möchte, bitte macht das und eure Serie läuft weiter. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr in die Shootout-Showdowns reinkommt. Natürlich mache ich das immer über Schnellreise, das geht am besten ruckzuck und funktioniert auch meistens. So, da ist die Shootout-Serie. Um Streifenhörnchen zu bekommen, gehört ehrlich gesagt ein bisschen Glück dazu oder sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich hatte auf dem Weg nach Madame Nazar natürlich darauf spekuliert, heute ein Streifenhörnchen anzutreffen. Und das war heute auch wirklich so. Ich bin in Strawberry gestartet und habe mich auf dem Weg
zu Madame Nazar gemacht. Sie steht heute in der Nähe der Hanging Dog Ranch am Little Creek River und hier bei diesem blauen Haus. Dort habe ich nördlich von Strawberry heute mein erstes Streifenhörnchen erwischt. Und was soll ich euch sagen? Sie müssen zu zweit unterwegs gewesen sein. Dort ist das blaue Haus, wie ihr seht. Und dann weiter noch ein Stück, das ist jetzt fast ungeschnitten und da ist schon das zweite Streifenhörnchen. Also beide bei diesem blauen Haus heute erwischt. Sie sind natürlich in ein bisschen unwegsames Gelände geflüchtet. Würde ich auch machen, wenn ich so ein kleines Streifenhörnchen wäre und da wäre so eine böse Kreatur mit einem Gewehr hinter mir her. Dann würde ich auch ins Dickicht flüchten, aber hat nichts genutzt. Hier die zweite Position sozusagen nördlich von Strawberry. Und wer noch andere Vorschläge braucht für Streifenhörnchen, natürlich in der Playlist ist ein Video drin. Und schauen wir mal, ob heute noch ein Streifenhörnchen-Video kommt. So, jetzt geht's weiter nach Madame Nazar. Einfach drei Dinger verkaufen bei Madame Nazar. Das ist natürlich auch ruckzuck erledigt. Und wer da ist, kann sich auch noch den schönen Zylinder oder den Tropenhut kaufen. Von dem Fernglas rate ich ja immer noch ab, weil ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. So, das veredelte Fernglas natürlich. So, und jetzt zeige ich euch, wie man sich einen Gegner erschafft. Natürlich aber erstmal Madame Nazar nochmal auf der Karte. Und ich habe da ein bisschen spekuliert, dass noch ein Reiter vorbeikommt. Vielleicht auch eine Kutsche, aber Kutsche war jetzt nicht. Aber ein Reiter kam und hier natürlich die Position, wo sich Madame Nazar heute am 18.03.2021 befindet. So, und da kommt ein Reiter. Der wird jetzt vom Pferd runtergezogen und die meisten Reiter werden dann böse, werden zu blauen, roten Punkten und sind damit Gegner. Und dann schaltet ihr einfach euer Deadeye ein und schießt ihn über den Haufen. Ihr habt gesehen, er hat einen Zylinder aufgehabt, also wenn der Reiter vorbeikommt, lasst den Zylinder, nimmt den. Naja, okay, passt schon. Thieves Landing, das ist aber meine Empfehlung für gegnerische Nichtspielercharaktere mit Deadeye töten, weil da sind die der Lobos und die sind euch sowieso schon von Hause aus feindlich gesinnt. Die dürft ihr über den Haufen schießen und dabei natürlich Deadeye einschalten. So, und das ist da meistens ganz schnell erledigt, wenn die Bösen der Lobos nicht immer so böse zurückschießen würden. Aber man kann ja vorher, wie ihr gesehen habt, hier oben natürlich beim Herz ist natürlich ein Haufen Tonika eingeworfen worden. So. Aber Deadeye muss auch mal wieder öfters aufgefüllt werden. So, das habe ich dann auch gemacht, nachdem ich den Reiter heute ja hingerichtet hatte, sozusagen, bei ahnungsloser Reiter. Ist egal. Gut, dort war ein Bär. Das ist hier ganz in der Nähe von Madame Nazar heute gewesen und ich hatte auch spekuliert, Wölfe anzutreffen und das war heute der Fall, weil es war schon in die Nacht hineingegangen und da hat man mehr Chancen, Wölfe zu bekommen. Sie kommen auch am Tag, aber in der Nacht ist halt die Wolfszeit und hier seht ihr die Position, wo ihr absolut Wölfe antreffen könnt für natürlich die Tierkadaver, die tödlichen oder die Häute, die wir Cripsilein spendieren dürfen. Und einen 3-Sterne-Wolf habe ich natürlich komplett mitgenommen. Die anderen zwei hatte ich gehäutet. Den Bär habe ich laufen lassen. Der ist morgen dran. Aber tödliche Raubtiere natürlich sind Bär, Wolf, Alligatoren natürlich. Alligatoren, große oder kleine, ist vollkommen egal. Und dann natürlich die drei großen P. Panther, Puma, Pinguin. Alles nimmt Cripsilein entgegen und verwandelt das in feinste, schöne Waren, die wir dann auch noch ausliefern dürfen und die uns dann einen ganzen Haufen XP bringen, um den Outlaw Pass hochzuleveln. Was wir jetzt noch brauchen, sind natürlich Hühner und die Hühner habe ich, wie sollte es anders sein, an der Emerald Ranch heute erwischt. Es waren nur 4 Hühner vor Ort und ein Hahn und 2 Ziegen und die Ziegen haben natürlich gleich Angriffe gestartet, aber hat alles nichts genutzt. Mein Pferd hat sie dann vertrieben.
4 Hühner hier bei der Emerald Ranch also gerupft und der Hahn wurde auch noch gerupft. Vorher hatte ich natürlich Federn bei Cripsileinen gelassen, weil ich wusste, heute kommt auch noch was an Federn rein. So, falls morgen 5 Federn verkauft werden sollten. Und dann habe ich mich auf den Weg nach La Grasse gemacht, hatte ich spekuliert, auch Hühner vorzufinden. Waren erstmal keine Hühner da, aber eine Kutsche natürlich und einmal kurz Kutschen surfen und dann zurück nach La Grasse und dann waren auch tatsächlich Hühner vor Ort. Auch eine Ziege war dort, die hatte keinen Angriff gestartet, die ist feige weggelaufen. Also das ist kein guter Hütehund oder eine Hüteziege für die Hühner. Gut. Sie ist selbst froh, dass er noch lebt, glaube ich. Egal. Und dann ab zur Schwarzbrennerei zu Maggie. Da sind natürlich die Geschäftsverbesserungen auch nochmal rabattiert diese Woche. Also könnt ihr was sparen, wenn ihr neu hier bei Rettet Online seid. Schaut bei Maggie vorbei und wenn ihr den Schwarzbrenner anfangen wollt, macht das und rüstet euch da diese Woche aus. Ich habe das Bar-Dekor gewechselt und dann natürlich auch das Geld, die XP und das Gold kassiert natürlich. Ihr könnt auch ein Bild umhängen in der Bar, zählt genauso. Wir dürfen auch noch anderen Spielern Drinks servieren an der Bar und da zeige ich nochmal die Einladetafel hier natürlich gleich am Eingang des Saloons der Schwarzbrennerei. So, hier Artikel richtig gesetzt. Was soll das hier? Okay. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen mit der Band, weil da gibt es auch noch was mitzunehmen. Gold, 2x2 Minuten mit der Band gespielt. Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Frühvideo. Kommt noch was heute, garantiert. Und ich sag erstmal ciao, wünsche euch einen schönen Donnerstag. Und nochmal ciao oder tschüssikowski. Ah ja, ich komme ja nochmal heute. Ciao.